Ciao und hallo aus meiner Piccolo Panetteria. Heute Süßkramtag. Es ist ja Weihnachten oder, nee, es ist noch nicht Weihnachten. Es ist Adventszeit, Weihnachten steht vor der Tür. Und da dachte ich mir, es wird höchste Zeit, mal etwas Süßes zu machen. Und ich habe mich dafür entschieden, Bhaji zu machen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das Wort Bhaji nicht wirklich etwas. In Deutsch würde man sagen Ferrero Küsschen. In Italien heißt dieses Teilchen einfach Baci, also Kuss. Und das ist sehr einfach zu machen. Wichtig ist natürlich, wenn man es selbst macht, beste Zutaten verwenden, weil sonst kann man es ja gleich kaufen und hat keinen Mehrwert. Dazu verwende ich wirklich vom Allerfeinsten. Kuvertüre von einem Maracchiabo Classificato von Bongu, also allerfeinste Kuvertüre. Piemontese Haselnüssen, die kommen auch von Bongu. Und Nutella kommt rein, dann nehmen wir das gute Nutella Crema Novi. Natürlich, wenn du es nicht bekommst, kannst du auch Nutella nehmen. Zudem ist noch Milchschokolade drin und Butter. Wie das ganze Rezept ist, zeige ich dir später den Link dazu. Jetzt möchte ich dir einfach zeigen, wie man Bhajis macht oder Bhaji macht. Ich habe dafür mal eine etwas andere Kameraeinstellung genommen. Mal schauen, ob das so praktisch ist. Wir werden sehen. Und jetzt packe ich erst mal eines aus, weil man muss ja versuchen, was man zusammenbastelt. Ja, ich beiß mal rein. So. Und da sieht man einfach, die Füllung ist aus Schokolade und Haselnüssen. Und obenauf wird eine Haselnuss gesetzt. Und es schmeckt einfach verführerisch. Und was dazu kommt, das ist wirklich leicht selbst zu machen. Jetzt aber. Lange Rede, langer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Bhaji, homemade. Wir machen heute Bhaji. Wir nehmen also gehackte Haselnüsse, natürlich von der feinsten Sorte Piemontese Haselnüsse, mit etwas Butter und etwas Crema Novi oder Nutella oder irgendeiner anderen Nuss-Nougat-Creme. Und dazu kommt dann die geschmolzene Milchschokolade und das wird dann alles gut miteinander vermischt, sodass es eine einheitliche Masse wird. Noch ein Wort zu den Haselnüssen, auch wenn das jetzt Werbung ist, aber es ist unbezahlte Werbung. Die besten Piemontese Haselnüsse, nach meinem Gefühl, bekommt man bei bongu.de. Also einfach mal vorbeischauen, Haselnüsse aus Piemont und das geröstet bei bongu.de. Einfach sensationell im Geschmack. Ja, und dann geht es ganz unspektakulär weiter. Es werden auf Backpapier kleine Häufchen, am besten mit zwei kleinen Kaffeelöffeln, gelegt und geformt. Und die dürfen dann hart werden oder trocken werden. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht zu groß formt, weil wenn dann die Schoki drum kommt, wird es doch dann eventuell ein großer Brummer. Ja, und wenn die dann alle, der Teig ausgeformt ist, alles schöne kleine Häufchen, dann kommen ganze Haselnüsse, natürlich Piemontese Haselnüssen Logo, werden dann oben drauf gesetzt. Ja, und dann kommt das ganze Papier mit den ganzen Häufchen einfach in den Kühlschrank für eine Stunde oder zwei, ist dann völlig egal, auf jeden Fall sollen sie schön durchkühlen und schön kalt werden.
So, nachdem dann die Häufchen oder die Batzli, wie die Franken sagen, schon schön durchgekühlt sind, werden sie dann mit Kuvertüre überzogen. Ich nehme hier Maracaibo Classificado 65%ige Kuvertüre und ich finde einfach, die passt sehr gut zu der süßen Füllung und diesen Haselnüssen. Natürlich kannst du nach deinem Geschmack eine Vollmilchkuvertüre oder aber eine andere kräftige Halbbitterkuvertüre nehmen. Aber nimm bitte keine billige, fertige Kuchenglasur-Kuvertüre aus dem Supermarkt. Das haben die Häufchen nicht verdient, weil irgendwo sitzt du auf Qualität und dann machst du mit der billigen Kuvertüre alles kaputt. Also hier unbedingt gute Kuvertüre nehmen und die etwas temperieren. Die sollte nicht zu warm werden, dass sie dann auch schön Glanz bekommt. Das ist eine Wissenschaft für sich. Einfach mal im Internet, in YouTube nachgucken, wie man Kuvertüre temperiert. Das ist so schwer nicht, aber man muss etwas üben. Ja, und nachdem die Bhaji, jetzt sehen sie ja schon aus wie Bhajis, es sind schon Bhajis, schön abgetrocknet, die Schokolade schön abgetrocknet ist, dann werden sie noch hübsch verpackt in Folie. Ich habe hier Goldfolie genommen, die Original-Bhajis sind in Silberfolie eingepackt, okay, ich hätte es jetzt auch umdrehen können, aber schön eingepackt und dann sieht das aus wie original, es schmeckt original, vielleicht schmeckt es sogar noch besser. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus und lässt sich auch wunderschön verschenken. Zu Weihnachten jetzt gerade einfach genial oder eben ein kleines Küsschen. Ja, du hast gesehen, Bhajis machen, so schwer ist es nicht. Und es geht auch ohne Temperiergerät natürlich. Man kann die Schokolade oder die Kuvertüre auch im Wasserbad erwärmen. Man muss nur aufpassen, dass er nicht zu warm wird. Und dann wird das schon. Und weil Kuvertüre ja nicht gerade billig ist und weil es eine hochwertige ist, gab es dann auch noch Katzenzungen zum Abschluss. So aus dem Rest der Kuvertüre habe ich noch ein paar Katzenzungen geformt. Irgendwie, das ist Jugend-Kindeserinnerungen, Katzenzungen. Und ich freue mich immer wieder, wenn es irgendwann mal irgendwo Katzenzungen gibt. Ja, das Kind im Manner ist dann immer noch dicke dabei. Aber wichtig waren, es gibt Bhajis für liebe Personen, Bhajis. In diesem Sinne, ciao, a presto!